Ja, hallo liebe Freunde, heute kann ich euch mal wieder eine Powerbank von Aoki vorstellen. Die technischen Daten blende ich hier gerade ein. Natürlich, wie immer, auspacken, kommt von Amazon. Hier seht ihr noch die Originalverpackung. Aoki bringt das immer in wundervollen Pappkartons. Das ist eine Kunst, diese nur mit Pappe so zu verpacken, dass sie leicht entpackbar sind. Modellbezeichnung CE, alles vorbildlich beschriftet. Holen wir sie zunächst raus. Was kommt mit? Die Powerbank selbst, ein Kabel, eine Bedienungsanleitung in 5 Sprachen. Aoki typisch auch für die Deutschen lesbar, klar beschrieben, technische Daten kann man da auch ablesen. Die Besonderheit ist, es kommt ein USB-Kabel vom Typ C mit. Warum, das werdet ihr gleich noch sehen. Zunächst erstmal die Powerbank selbst ist ein Plastikgehäuse strukturiert, damit sie nicht aus der Hand rutscht. Dort ist der Ein- und Ausschalter zum Starten des Ladevorgangs. Hier die Beschriftung, lest euch das gut durch. Nicht, dass ihr enttäuscht seid, das ist die physikalische Betrachtung. Es gibt auch diesen Typ C Ein- und Ausgang neben den beiden USB Typ A Ausgängen, die zum Laden dienen. Hier ist deutlich der Werkstoff zu hören und zu spüren. Wir wägen sie aus, 380 Gramm. Das Gewicht ist letztendlich den Lithium-Ionen-Akkumulatoren geschuldet. Den hätte ich euch beinahe vergessen vorzustellen. Es gibt natürlich auch noch einen Micro-USB-Ladeeingang, mit dem man die Box selbst aufladen kann. Hier wird sie allerdings über den Typ C Eingang aufgeladen, der gleichzeitig auch als Ausgang dienen kann. Ihr seht hier, während des Aufladens blinken diese 4 LEDs. Wenn die alle brennen, dann ist das Ding voll aufgeladen. Lasst es noch eine Weile dran, damit es vollständig aufgeladen ist. Das ist nur eine ungefähre Anzeige. Natürlich zeige ich euch auch noch den Schnellladevorgang, ist ja QC3.0, also Qualcomm Quick Charge Standard 3.0 folgend. Das testen wir jetzt gleich mal. Dieser orangene Ausgang ist dieser QC3.0 Ausgang. Zunächst laden über Netzteil, aber nach einer Weile erkennt das Smartphone, oh, hier habe ich ein Schnellladegerät vor mir und schalte dann auf den Schnellladevorgang um, also Charging on Easy Enhancement. Und jetzt ein weiteres Smartphone, das könnt ihr dann in Deutsch ziemlich gut lesen. Auch hier ganz klar, der Schnellladeaufgang beginnt mit dem Schnellladen und ihr könnt die Vorteile des QC3.0 Ausganges nutzen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Was mir gefallen hat und was mir eher nicht gefallen hat, das lest in Ruhe nach. Ciao!